Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark Kaiju. Ja, es geht wieder weiter. Ich finde mein Gesicht so geil. Ja, gut. Dann können wir schon mal loslegen, weil wir müssen hier noch einiges tun. Denn wir haben ja in der letzten Folge Mechagodzilla gezähmt. Und den Kleingodzilla haben wir ja auch schon. Und den hier. Der Rest ist eigentlich, ja, eigentlich komplett egal. Weil, ganz ehrlich, die braucht man nicht mehr. Hast du dich verändert? Nee. Ich wollte gerade sagen, so, wir können ja auch ganz kurz mit ihnen hier weitergehen, weil... Warum hast du kein Essen? Dann ess doch einfach. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz was gucken. Irgendwie ist... Kollegen, habt ihr Probleme? Ihr kommt nicht durch ihn durch. Es funktioniert nicht. Mechagodzilla, also, was ist denn los hier? Guck mal. Was? Oha! Okay, das kann aber weg hier. Was isst du? Ja, Freunde, ich kann nichts für ihn tun. Dann schlaf mal, mein kleiner Freund. Er hat auch kein Food. Er ist der Einzige, der Food hat. Aber er isst Fleisch, soviel ich weiß. Wir feeden ihn mal kurz. Sollen wir sehen? Ja, siehst du, bei ihm funktioniert es. Was ist denn der Kollege? So, also der hier schläft schon mal nicht mehr ein. Ja, ich hätte jetzt Mechagodzilla mitgenommen, aber leider wird das halt gar nicht funktionieren. Der wird halt eher sterben. Warte, kannst du das mal sein lassen? Dankeschön. So, das Projekt ist ja bald vorbei. Und ich bin ja am Überlegen schon, welche Mods ich reinmache. Ich habe mich aber noch nicht ganz genau entscheiden, welche. Stimmt, er braucht dieses Snack. Okay, haben wir noch nicht. Gut, das können wir noch nicht, hier, ihn können wir noch nicht zähmen. Deswegen suchen wir nach einem anderen Godzilla. Ich habe mal ganz kurz Destroy Wild Dinos gemacht, weil ich weiß ganz genau, Godzilla ist hier nicht. Deswegen, wir warten kurz mal. Ach ja, und natürlich, bevor es weitergeht, ganz kurz in die Werbung. Ja, ihr kennt natürlich meinen Partner Instant Gaming. Dort könnt ihr wie immer, egal ob für den PC, PlayStation, Xbox oder der Nintendo Switch, Spiele zu einem sehr, sehr guten Preis bekommen. Also, vorbeischauen lohnt sich. Hashtag Werbung. Es lohnt sich eigentlich fast jeden Tag reinzuschnuppern. Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Sogar Prehistoric Kingdom, was ihr auch kennt, gibt es dort ein Angebot. Ey, und was ich gerade sehe, Godfall Ultimate Edition, da kommt doch jetzt demnächst was Neues raus. 13 Euro nur, Forager, habe ich auch schon durchgespielt. Und Shining Resonance, das habe ich mir sogar auf PlayStation gekauft. Ich habe 50, 60 Euro für bezahlt. Und hier nur 3,50 Euro? Ja, moin. Deswegen halt, schnuppert einfach mal. Und ja, ich würde einfach mal sagen, das war's von der Werbung. Und weiter geht's mit dem Video. Viel Spaß. Ja gut, da sind wir wieder. Was ich sagen wollte, das nächste Projekt steht ja demnächst an. Eventuell. Und ich bin halt am Überlegen, entweder ganz komplett neue Viecher, die man auf meinem Kanal noch nie gesehen hat, oder halt Primal 4, weil bald kommt Ark 2 raus. Und Primal 4, ich habe seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, es ist so neu und ich glaube, es ist übelst geil, die Mod wieder zu spielen, weil die will ich auf jeden Fall noch zocken. Ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, welche Mod ich als nächstes spielen soll. Weil Primal 4 ist schon ganz oben auf die Liste. Und die andere natürlich. Heatherback, ich glaube, wir fliegen runter vom Server, wa? Es kommen keine Dinos. Gar nichts. Ah doch, da drüben. Okay, das bedeutet, wir müssen nur warten. Ullala. Hallo? Hi! Rodan! So, die Frage ist, wie stark bist du? Wie viel Damage machst du? Das wäre jetzt gut zu wissen. 1,7 Millionen? 14 Millionen Tupur? What? Warum ist Rodan so heftig? Okay, pass auf. Rodan ist gerade abgelenkt. Das bedeutet, dass wir sie eventuell gut treffen könnten. Aber irgendwie habe ich ein bisschen Panik, sie anzugreifen. Warte mal, bleibst du ganz kurz? Ich muss sie irgendwie festmachen. Also sozusagen, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Und das Gute ist... Das war jetzt nicht gut. Das war komplett fail, Mann. Aber null Probleme. Ich kann fliegen. Also, dann fliegen wir doch mal. Welche Richtung? Ja, da lang. What the hell is that? Okay, seit wann haben die so einen Enki-Schwanz? Und seit wann sehen die so aus? Die haben eine coole Frise. Ich glaube, die waren mein Friseur. Oha, das sehe ich jetzt erst mit dem Blumen hier.
Das ist ja wunderschön. Es sieht aus, als ob der Schnee hier drauf liegen bleiben würde. Aber das tut er halt nicht. Eieiei. Ich weiß nicht, rodern könnten wir ja eigentlich ja schaffen, gell? Aber die Frage ist, ist Rodan auch stark? Sieht so gut aus, ne? Kannst du dich auch mal hier irgendwo hinlegen? Wieder ein Pfeil für Basil Day. Mann! Oder vielleicht dreht er jetzt die ganze Zeit die Kreise? Ich weiß gar nicht, wann ich schießen soll. Der hat so eine Range, dass ich nicht weiß, wann ich... Ist egal, wir gehen jetzt als erstes mal zu unseren Kollegen dahin. Er war gerade rot, das bedeutet, dass er auf mich war. Na, jetzt nicht mehr. Hallo! Hohoho, was für ein geile... Ey! Hinlegen! Hallo! Oh mein Gott! Glaubt ihr, ich komme hin? Ich glaube, ich schaffe es nicht. Genau, dankeschön! Nein, er ist schon wieder rot. Baum nutzen, Baum nutzen. Sehr schön, sehr schön. Kollege, ich brauche dich. Ich weiß ganz genau, dass... Ah, er ist nicht hinterm... Oh, geil. Okay, ey, wir brauchen unbedingt Godzilla. Godzilla könnte vielleicht uns retten. Vielleicht. So, wir suchen jetzt Godzilla. Mal sehen, ich bin ja mal gespannt. Vielleicht ist das auch die letzte Folge schon. Also es kommt halt drauf an, was wir in dieser Folge erleben werden. Weil wir müssen ja nicht mehr so viel tun. Denn wir brauchen ja noch Godzilla. Godzilla, Level 150. Atomic Fishmeat, 5 Stück. Kannst du nicht ein bisschen weniger? 5 ist ein bisschen viel. Ja, Godzilla, auch für mich. Ja, ja. Wir brauchen halt 500 Element. Ich glaube nicht, dass ich so viel habe. Ich habe, glaube ich, so circa 300 noch was bis 400. Und pro Dings braucht 100 Elemente. Godzi, da hinten ist noch einer. Okay, pass auf, da könnten wir vielleicht noch hingehen. Wir retten ihn mal hier drauf, damit ihm nichts geschehen kann. So. Ja, die Frage ist, kann er... Ah, 2 Stück brauchst du nur. Perfekt. Die Frage ist, kann er mir mit seinem Strahl übelst krassen Schaden von hier aus abgeben? Oh, warte mal, der kann hier reinkommen. Ist egal, es passiert schon nichts. Er hat 400.000 nur und er hat 550.000. Ich glaube zwar nicht, dass er so stark sein kann, aber... Oh, warte mal. Godzilla, warte, warte, warte. Ich komme runter, ich komme runter. Wir machen Mann gegen Mann, ja? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, das war's. Wir haben Godzilla down gemacht. Und wie gesagt, ich bin ein perfekter Krieger, so wie ich aussehe. Gott, Alter, wie riesig. Okay, ich muss schnell sterben. Ich muss ab nach Haus. So, jetzt funktioniert das. Guck mal hier. Atomic Fishmeat, let's go. Ja, dann heißt es, eigentlich müssen wir gar keinen mehr zähmen, so was Godzilla oder so betrifft. Vielleicht fängt das Projekt schon bald an. Oder ein anderes. Mal gucken. So, dann wollen wir doch mal gucken, wa? So, Godzilla, zeig mal. Ja, sieht sehr gut aus. Und wehe... Ach, es stimmt, er braucht ja auch... Braucht er einen Sattel? Das habe ich gar nicht nachgeguckt. Food ist aber unten. Er sollte instant... Oh. Yo! Godzi! Hi! Alter, wie riesig er ist. Okay. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Also, wir kennen ja so circa seine Attacken. Und wir haben ihn ja schon erlebt. Also, warte mal. Ego-Perspektive, wie sah das jetzt gerade aus? So, das ist von vorne. Hat das eine Stacheln? Warte mal, da muss ich ganz kurz doch runtergehen. Es sieht schon fett aus, oder? Also, wie gesagt, der Modder, der das gemacht hat. Geil, dankeschön, dass wir es ausprobieren dürfen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Linksklick. Wunderschöne Schläge von links nach rechts. Rechtsklick. Ein wunderschöner Stampfer, der wie viel Schaden gemacht hat? Keine Ahnung. So, und dann habe ich herausgefunden, mittlere Maustaste. Habe ich vorhin extra nochmal geguckt. What? Nochmal bitte. Pass auf, wir machen das mal ganz anders. Godzilla soll ja selbst mal herausfinden, was er so kann. Angriff! Ja, 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 ja. Was macht der? Alter!
Er macht das wie in Dings hier. Wie heißt es jetzt? In Kong versus Godzilla. Hä? Ich wollte gerade sagen, wer greift mich nie an? Was macht der? Was macht der? Alter. Ah, Godzilla, Hilfe! Guck mal da. Hilf mir. Oh mein Gott, also ich habe schon viel in Ark gesehen, aber auch Destroyer und so weiter. Das hier ist aber Next Level. Also, ey, ich habe noch nie so ein Viech so sehr gemocht wie Godzilla. Alter Schwede. Stimmt, wie stark warst du denn jetzt eigentlich? 10.000? 4.000? Das geht noch besser. Komm mal mit mir mit. Komm mal her. Ja, also die Zahlen können sich auf jeden Fall sehen lassen, ne? Aber es geht besser. Guck mal hier, jetzt vielleicht? Es tut mir so leid, Kinder. Es tut mir so leid. Ey, wollen wir mal Rodan besuchen gehen? Also, ich glaube zwar nicht, dass wir ihn schaffen können, weil, wie gesagt, wegen Angriffen und so weiter. Aber mal gucken, was kann er denn noch? Okay, das hatten wir ja vorhin. So, dann das hier. Schade, dass es halt so... Aber ich zoome ja eh ran, damit ihr es ganz genau erkennen könnt. Ja, dann mal gucken. Okay. Okay. Cameral Dancen. Ich kann es nicht zeigen. Oh mein Gott. Oh shit, ich kann es euch nicht zeigen, aber ey, das sieht, bringt so geile Stimmung auf. Ja, Godzilla kann tanzen. Oha, wie geil. Okay, kann, nicht mehr STRG drücken. Ich wollte gerade sagen, wer greift uns an? Okay, kann er noch irgendwas? Was macht der? Das ist die Attacke. Ach du Heilige. Okay, Leatherback, du bleibst mal hier, ja? Wir suchen Rodan auf. Ich glaube, Godzilla ist auch übelst fest unterwegs, ey. I like it. So, komm, dann lass doch ganz kurz mal gucken hier. Sofort. Let's go, komm. Was war das? Habe ich eine Frau totgetreten? Wenn ja, tut mir leid. Stimmt, Godzilla kriegt ja jetzt gerade übelst viele Level. Let's go. Alles auf Angriff auf. Ach, schade. Er macht nichts mehr. Schickt von irgendwen hier Treffer ab. Okay, pass auf. Bronto, ey. Wenn du wirklich zu mir kommst, dann komm einfach zu mir. Bam, Junge. Okay, leider eine falsche getroffen. Warte. Wie ging die Attacke? So vielleicht? Nee, das war sie nicht. Aber ist ja komplett in Ordnung. Ich glaube, somit sind wir einen Ticken stärker. Das war's, oder? Auch nicht. Doch. Bronto, hier runter. Bronto, ich habe gerade für dich eine Dusche fertig gemacht und du stellst dich nicht da drunter? Schönen Dank auch. War extra warm für dich gemacht. Ey, aber das Design von Godzilla hier, wie sie es gemacht haben, ey, 10 von 10. Hätten sie nicht besser machen können. So, Freunde, haltet euch fest. Godzilla versus Rodan beginnt. Wo bist du? Hi. Bam, Junge. 1,7 Millionen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich hoffe es einfach mal. Also, wir könnten es schaffen. Problem ist halt, ich weiß zwar nicht, ja, ich weiß halt echt nicht, wie viel er abgibt, ne? So. Ja, sehr schön. Wir kriegen wieder ein paar Level. Oh. Oh, schade. Ich dachte, ich kann jetzt einen Strahl auf dich machen. Hi. Zack, Junge. Komm her. 6.000. Ich kann nichts mehr machen. Oh, pass mal auf. Let's go. Kann ich es... Kann ich es steuern? Ich kann es nicht steuern. Okay, ich glaube, ey, Rodan können wir gar nicht besiegen. Also klar könnten wir... Ey, wenn er die ganze Zeit uns schlägt... Oh, Rodan, ey, ganz ehrlich, ich werde dich jetzt auch ganz kurz down machen. Hast du mich verstanden? Wir müssen es machen. Ey, sorry. Rodan wäre nicht abgehauen.
Wirklich jetzt. Rodan wäre nicht abgehauen. Hey, kommst du her? Du bist ja sowas vom Buggy, Kollege. Also, das darf doch nicht wahr sein. Wie fliegst du denn? Oh, Mann. Hallo. Oh, danke, danke, danke. Rodan, komm her. Bam. Ja, nicht getroffen, wa? Genau so habe ich es mir nicht vorgestellt. Oh, nee. Der ist eklig. Der ist richtig eklig. Er ist viel zu schnell. Was ist das denn da unten da? Hey, Ehrenjäger. Ach, dich kann man nicht sehen, wa? Schade. Danke. Okay, wir müssen runter zu Gotzi. Oh, hallo. Danke. Danke für den Hieb. Cool. Der gibt mir echt einen Anschwung. Oh, scheiße, der ist echt hinter mir her. Gotzi, moin, ich komme. So, dann Nahkampfschaden einmal hoch. So, und jetzt muss ich was kontrollieren. Okay, ich kann von Godzilla aus schießen. Das bedeutet, wir könnten es versuchen. Okay. Ist cool. Ist cool, aber wir müssen weiter. Hey, hey, hey. Hi, Rodan. Rodan, herkommen. Er muss uns nur irgendwie angreifen, so dass ich ihn die ganze Zeit treffen kann. Und mehr muss es nicht sein halt so. Klar, wir müssen ihn sehr, sehr oft treffen, aber ja. Ich glaube, Rodan wäre noch jemand, den ich in Primal 4 mit reinnehmen würde. Ich weiß ja nicht, was ihr sagt, aber ich glaube, das wäre schon ganz gut. Und wir könnten dazu natürlich auch Godzilla und so auch nochmal Wind reinnehmen, ne? Weil Primal 4 ist ja schon krass. Und da kann er gut noch mithalten. Dann könnte man, ja, ob man Destroyer und so noch mit reinnimmt, I don't know. Aber mal gucken, muss ich mir überlegen. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also ganz ehrlich, es dauert mir wirklich zu lang. Ich glaube, ich werde gegen ihn kämpfen. Ich glaube, ich werde ihn einfach töten. Also wir könnten es schaffen. Er macht jetzt die ganze Zeit nur dasselbe. Ja gut, und wir sind gestunt für 3-4 Sekunden oder so. Aber die Möglichkeit besteht trotzdem, ihn zu besiegen. Boah, der Kampf ist mir echt zu... Alter, geh mir aus den Augen, Junge. So, wir beruhigen uns jetzt etwas. Und vielleicht finden wir ja noch Destroyer, gegen den wir kämpfen können. Aber auch gegen den haben wir keine Chance. Wir hätten gegen ihn eine Chance. Aber, ja, will ich gegen ihn kämpfen? Ich weiß ja nicht. Okay. Okay, so kann ich ihn treffen. Okay. Keine Ahnung, warum es ihn gerade nicht ging, aber ja. Bam, Junge. Was los? Er ist auf jeden Fall viel schwächer als ich. Aber es bringt ja nichts, wenn ich ihn töte, weil an sich macht es ja wirklich gar keinen Sinn. Ja. Ja, gut. Spannender Kampf, ne? Also wir könnten ihn schaffen, aber ganz ehrlich, es dauert mir viel zu lange. Das ist, oh, ey, das ist eklig, wenn es so lange dauert. Pfui. Kotze, hör auf. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Mach alleine. Kein Bock mehr. Okay, aber halten wir fest, wir würden Destroyer nicht schaffen. Das bedeutet, dass ich... Okay. Das bedeutet ja, dass ich vielleicht, auch wenn es Primal 4 sein sollte, dass Destroyer eventuell zurückkommt. Genau wie Godzilla und so weiter. Und vielleicht braucht man ja den einen oder anderen, um mit ihm gegen andere zu kämpfen, ne? Aber ich glaube sogar, Godzilla wird zu schwach sein gegen die von Primal 4, ey. Ja gut, irgendwie ist niemand mehr gespawnt. Auch kein Mothra oder irgendwas. Schade, kann er jetzt hier die Attacken machen? Nee, wa? Schade, das wäre so cool. Ey, aber schwimmt tut er 1A? Kann er aber irgendwie eine Attacke machen im Wasser oder so? Okay, das wäre natürlich cool gewesen. Stimmt, wer ist größer? Mechagodzilla oder Godzilla? Eigentlich müssten ja beide fast gleich groß sein, oder? Mal sehen. Und? Ja, man kann sagen, er ist ja ein Ticken höher da. Und ich glaube, im Film war er ja auch vielleicht ein Ticken größer. So, deswegen halt so passt das ja eigentlich. So, Leatherback, oder? Ja, da muss ich mir echt genau überlegen, ne? Ob ich überhaupt noch eine Folge mache von Arkaiju. Weil, wie gesagt, es ist ja eigentlich gar kein Projekt mehr. Es ist einfach, es dient nur zum Testzweck. Deswegen halt, ich weiß zwar nicht, wann die Map Fuyudeur rauskommt. Die wird eventuell wieder die Map sein, die wir halt spielen werden. Ich bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, weil ich sie ja schon gespielt habe. Aber sie wird ja fertig sein mit neuen Dinos und. Aber, ja.
Ich werde es mir überlegen. Ich hoffe trotzdem, die kleine Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, auch Godzilla, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.